Hallo, ich bin Martin, High Performance Surf Coach und bin hier im Pure Surf Camps Büro. Und ich glaube, die junge Dame neben mir muss ich nicht vorstellen, ist die Janina. Ich bin Surferin und bin auch Teil des Pure Surf Teams. Genau, und wir wollen euch zeigen, wie ihr mit ein paar Übungen euch besser auf eure zukünftigen Surftrips vorbereiten könnt. Hey, heute Thema Kraftausdauer. Kraftausdauer, ganz wichtig beim Surfen, hängt ganz viel damit zusammen, wie gut man performt, auch wissenschaftlich untersucht. Für Kraftausdauerübungen braucht ihr ein bisschen Platz, aber wir machen alles mit dem Körpergewicht. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich mache es der Janina vor und die Janina macht nach. Und dann schauen wir mal, dass wir da auch einen gewissen Trainingsflow kommen. Ja? Gut, wir fangen an mit Hostages. Das sind die Hostages, das ist die Ausgangsposition. Mit dem Hop ist hinten, quasi einfach mal springen. Genau. Das sind Hostages. Sehr gut. So, und jetzt, wenn wir quasi dann bei 1 angelangt sind, fangen wir an, in die Ballerinas zu gehen. Ich mache es einmal vor. Und zwar, indem wir jetzt hochgehen und die Hüfte. Genau, sauber eindrehen. 3, 2, 1 und fertig. Okay, jetzt können wir hier mal ein bisschen locker machen. Man merkt schon, ist schon anstrengend. Und gehen jetzt in die Side-Gorillas. Ich mache es einmal vor, jetzt brauche ich kurz Platz. Ja. Genau, und zwar, das Wichtige ist, ihr geht auf alle 4, geht vom Oberkörper nach quasi übers Knie. Und wer das schon mal gesehen hat, Top-Turns sehen oft genauso aus. So. Okay, das sind Side-Gorillas, kann man einfach 3 nach rechts, 3 nach links und dann auch erstmal Pause. Jetzt mal für die Janina. Genau, bitte Janina. Genau, einmal auf alle 4, Oberkörper geht immer zuerst. Passiert vom Kopf her immer, kann jedem mal passieren. Kleiner Cut. Okay. Jetzt bin ich wieder. Genau, ich mach's ein bisschen hoch. Genau, wir bleiben hier. So. Erstmal über das Knie geht mit dem Oberkörper. Genau, sehr gut. Genau. Jetzt hast du es. Und jetzt die andere Richtung, genau. Tschuh. Sehr gut. Und 3. Und dann merkt man schon, oh, jetzt habe ich Core gehalten hier. Bisschen ausholen. So. Und dann das Ganze nochmal komplett die 3 Übungen. Genauso nochmal abfolgen. Bleiben wir hintereinander. Kraft aus, aber auch, dass wir schon trainieren.